Hallo und herzlich willkommen. Ich bin heute in der Physiotherapie am Olympiastützpunkt. Das ist eine Außenstelle von Rea Vita. Falk, du bist der Leiter hier. Ist denn diese Einrichtung nur für Sportler gedacht? Nicht nur für Sportler, wir behandeln natürlich auch allgemeine Patienten. Und dadurch, dass wir am Paralympischen Zentrum hier sind, ist es auch 100% barrierefrei. Das ist prima. Wir zeigen heute Übungen für die Rumpfstabilität und für die Koordination. Für unsere erste Übung stellen wir uns auf ein Bein, das andere erstmal zur Seite und dann den Arm in die Diagonale heben. Den anderen Arm legen wir auf den Bauch. Schön lang machen, Bauch spannen, das Bein abheben und jetzt wird die Hand zum Knie geführt. Dann lang wieder auseinanderschieben. Die Grundposition einnehmen und das Bein wegheben. Nochmal stabilisieren, Bauch schön festmachen und jetzt geht's los. Hand zum Knie führen und lang wieder öffnen. Zum Knie führen, lieber etwas langsamer arbeiten, dafür schön die Spannung halten. Und viermal noch, vier, Länge aufbauen und drei und Länge, zwei und lang und einmal noch eins und lang absetzen, mal kurz den Oberkörper hängen lassen, wieder hochkommen. Und wir wechseln zur anderen Seite. Abheben und los geht's. Wieder diagonal zum Knie führen und lang öffnen. Diagonal zum Knie führen, lang öffnen. Ziehen, lang öffnen. Ziehen, lang öffnen. Viermal noch. Vier und öffnen. Drei und öffnen. Den Blick schön geradeaus lassen. Und ein letztes Mal, hopp und lang. Für die zweite Übung gehen wir in den Unterarmstütz. Auch hier den Bauch spannen und jetzt wird aufgedreht. In die Hand schauen und wieder lösen. Heben und wieder lösen. So, Bauch fest und wir drehen auf, schauen in die Hand. Ruhig und flach atmen. Noch vier jede Seite. Letzte. Steigerung wäre mit abgehobenen Knien und abheben. Ruhig und flach atmen. Noch zwei jede Seite. Bauch fest. Bei der nächsten Übung beginnen wir aus der Rückenlage. Zuerst das Becken heben, stabilisieren, Bauchspannung herstellen, die Arme überkreuzen, ganz stabil sein und wechselseitig ein Bein dann wegheben. Dabei soll das Becken wirklich parallel zum Boden bleiben. Das Becken ist schön weit oben und der Bauch ist richtig festgespannt. Und jetzt geht's los. Ein Bein wegheben, lang machen, Becken stabil halten und wieder senken. Wechseln, andere Seite und wieder ab. Heben und wieder ab. Heben und wieder ab. Lang schieben das Bein, Becken stabil lassen. Bauchspannung halten. Lang schieben und wieder ab. Lang schieben und wieder ab. Viermal noch. Vier und wieder ab. Drei und ab. Zwei und ab. Und einmal noch schieben und ab.
Wir gehen seitlich in den Unterarmstütz. Den Bauch wieder spannen, Hand hier ans Becken legen, Becken hochheben. Das obere Bein wird lang weggeschoben und jetzt nach vorn und nach hinten geführt. Dabei soll das Becken ganz stabil bleiben. Gut. Bauch fest, Knie, Hüfte und Ellbogen sind in einer Linie. Das obere Bein abspreizen, wegschieben und wir führen das Bein nach vorn und nach hinten. Vor und zurück. Vor und zurück. Noch viermal. Noch drei. Zwei. Noch einmal. Halten und ab. Wir wechseln die Seite. Achten wieder drauf. Knie, Hüfte und Ellbogen in einer Linie. Bauch fest. Abheben. Obere Bein wegschieben. Und wir führen wieder das Bein vor und zurück. Diese Übung ist sehr gut für die seitliche Rumpfmuskulatur. Und vor und zurück. Noch vier, drei, zwei und ein letztes Mal. Kurz halten und ab. Das waren unsere vier Übungen für heute. Falk, herzlichen Dank fürs Mitmachen. Und noch gleich eine Frage. Viele Leute haben ja Rückenbeschwerden. Sind diese Übungen dafür geeignet? Ja, die sind sehr gut geeignet, weil sie die Rumpfmuskulatur sehr gut kräftigen. Genau. Und wie oft sollte man denn diese Übung durchführen? Ich würde empfehlen, 3 bis 4 Mal die Woche. Das ist eine gute Empfehlung. Das war's für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal und bleiben Sie fit und gesund.